So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, ich komme gerade von Einkaufen. Genauer gesagt, Lebensmitteleinkauf bei Edeka. Und die haben ja auch so eine Zeitschriftenabteilung. Und da war das brandneue und aktuelle Lego Hindsight Magazin Nummer 9 für 4 Euro. Also 3,99 Euro, rund aber immer 1 Cent auf. Wie gesagt, das brandneue und aktuelle Lego Hindsight Magazin mit einem besessenen Minenarbeiter. So. Wie gesagt, ein besessener Minenarbeiter. Gucken wir uns natürlich gleich mal an. Scheint aber ein cooler Druck zu sein. So rot, aber die Köpfe, ich mag die. Ich benutze die ja für was anderes, aber nicht zu trotz. Hindsight, der eine mag sie, der andere nicht. Aber sie gibt es, sie sind auf eine Art cool. Aber nichtsdestotrotz blättern wir jetzt natürlich mal in das Hindsight Magazin Nummer 9 drin herum. Wie gesagt, das brandneue und aktuelle. Da ist, zwei Köpfe bei. Die Comicbeilage, mal gut, mal weniger gut. Wie die ist, weiß ich natürlich noch nicht. Ich blätter jetzt schnell rum. Nehme ich mir gleich zur Brust. Das brandneue und aktuelle Lego Ninjago Magazin habe ich natürlich schon angeboxt. Dann geht es weiter mit der Comicbeilage. Ah, das ist schön bunt und kitschig. So, dann haben wir hier ein Poster, zwei Seiten bestimmt. Teilweise nutze ich ja Posters, um so ein Diorama, Bilddiorama zu machen oder sonst was. Mal gucken, ob das hier was ist. Ah, die Seite jetzt ist zu groß. Du Geister im Kopf, der Spruch hier unten alleine ist nicht schlecht. Und die Seite hat natürlich was, aber so für einen Bilderrahmen-Diorama machen oder Standdiorama ist es nichts. Meine persönliche Meinung. Ihr könnt mir natürlich eure Meinung schreiben. Dann geht es natürlich hier weiter. Merchandising. Comic geht weiter. Geschichte Ende. Rätselspaß oder ein Spiel ist das Start, ein Spiel, so ein Würfelspiel. Rätselspaß. Dann ist hier Werbung von das brandneue und aktuelle Lego Jurassic World Magazin. Habe ich natürlich auch angeboxt. Dann Werbung für das neue Hindsight Magazin. Ist nicht dabei. Ist Schluss. Nee, ist keine Werbung dabei. Aber nichtsdestotrotz, das ist nun das Hindsight Nummer 9 Magazin mit dem besessenen Minenarbeiter. Und den schauen wir uns natürlich jetzt mal aus der Nähe an. Oder ich baue ihn zusammen und zeichne euch, ob das was für euch ist. Die klebt aber richtig schön zu. Und das sind Tüten, die mag ich. Warum können die normalen Ninjago-Tüten nicht so bleiben? Warum müssen die mal alles verändern, was gut ist? Weil woanders funktioniert es ja auch noch, die Tüten. Leer. Ist so ein dunkelroter Druck. Nicht schlecht. Ist natürlich erstmal, den normalen Kopf. Ihr seht es, hoffentlich kommt es so rüber mit dem Druck. Er ist wirklich schön. Angenehm anzuschauen. Passt. Und jetzt natürlich mit dem besessenen Kopf. Aber wie gesagt, die Köpfe, die behalte ich gerne für andere Lego-Figuren. Sieht natürlich auch nice aus. Dann natürlich den passenden Helm dabei. Der weiße Helm. Nicht wirklich. Dann kommt ja die Tasche hier noch rum. Arm hoch. Arm wieder runter. Muss man es haben, muss man es nicht haben. Ist natürlich jetzt falsch rum, so rum. Weil die Tasche muss ja nach unten zeigen. Ist bestimmt nicht jedermanns Sache, aber hat was. Wie gesagt, die Köpfe, die packe ich gerne woanders hin, weil die sind eigentlich richtig cool, diese Leuchtköpfe. Ich finde die klasse. Bei mir bleibt der Minenarbeiter natürlich so. Weißen Helm, Vorarbeiter. Bei mir bleibt er so.
Die Köpfe packe ich mir immer woanders hin. Aber nichtsdestotrotz, schreibt immer alles in die Kommentare. Wie findet ihr das brandneue aktuelle Lego Hindsight Magazin Nummer 9? Habt ihr schon? Wollt ihr euch das holen? All das könnt ihr, sollt ihr für mich und alle anderen natürlich posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Und ich sage wie immer, das Wichtigste, bleibt gesund und dann guckt hin und schaut zu.